So, wir sind jetzt am Stand der Aimpoint. Wir haben heute im Livestream ein paar Anfragen bekommen über das Acro. Das ist die neue Pistolenoptik von Aimpoint. Das Besondere daran ist, das ist ein Red Dot, das eigens für Pistolen entwickelt worden ist. Das zeichnet sich vor allem halt durch ein anderes Design aus. Ich finde es schon nicht so cool aus, aber es ist halt ein geschlossenes System. Das hat mehrere Vorteile. Dreck, Regen etc. verdecken hier nicht meine Sicht. Bei einem RMR zum Beispiel, ich war ein großer Fan von Rotpunkt, bis ich zum ersten Mal mit Regen konfrontiert war. Dann reicht ein Tropfen auf der Linse und man hat überhaupt keine Sicht mehr. Ja? Beziehungsweise wenn der Regen auch in der Linse ist, im Glas, dann kann man per se mit der Waffe nicht mehr arbeiten. Hier quasi kann ich einfach drüber wischen. Wir haben hier drei Linsen. Das heißt, selbst wenn das vorne oder hinten brechen würde, der Rotpunkt wird auf eine Linse, die in der Mitte sich befindet, projiziert. Das heißt, die Waffe ist, solange ich einen Durchblick habe, weiter einsatzbereit. Weiterer Vorteil, man muss hier die Batterie beim Wechsel, also man muss beim Batteriewechsel nicht mehr das ganze Teil runternehmen. Das heißt, ich habe ja auch nicht die Notwendigkeit, dass ich die Waffe dann wieder erneut einschieße. Das war beim RMR beispielsweise auch nicht so. Und die Batterielaufzeit beträgt ein Jahr, wenn es durchgehend an ist. Man braucht es nicht ausschalten, gar nichts, es schaltet sich ja nicht von alleine aus. Und ja, wie gesagt, nur für Pistolen aufgebaut, entwickelt und macht natürlich Sinn. Ja, freue mich schon das Ganze zu testen. So viel zum Acro.